Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Geht gut los. Ich werde einfach mal durch die Decke wieder nach oben gepresst oder wie auch immer das gerade hätte funktionieren sollen. Im letzten Part haben wir ja ein neues Ding in so Kirchen freigeschaltet und außerdem können wir jetzt, glaube ich, hier war es nach oben. Nein, können wir doch nicht. Wo war das denn? Wo war das denn dann? Weil irgendwo haben wir so einen Weg nach oben freigeschaltet, wenn man das so nennen kann. Aber ich weiß nicht mehr wo. That's the thing. Hier vielleicht? Nein. Ich glaube hier hinten irgendwo. Ja, müsste. Loft, genau. So heißt auch das obere Stockwerk, das oberste Stockwerk, um genau zu sein. Nicht nur das obere, sondern das oberste. Ich guck mal nach da hinten und wenn nicht, dann müssen wir hier vielleicht nach oben. Nee. Ach so, hier ist nochmal ein Ausblick. Ja, okay, dann von da... Okay, okay, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es gesehen. Ihr dürft mir gratulieren, ich finde den Weg noch heute. Tatsache, man will es kaum glauben. Der kann was. Was jetzt hier noch oben? Ich hab's vergessen. Verdammt. Nein, war's nicht. Oder? Doch, da kann ich jetzt so nach oben. Vielleicht komme ich dann auch auf diese mittlere Plattform von ganz oben her. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh, wieder ganz runtergefallen. Ja, wir verbringen den Part heute einfach mal hier, weil es so schön ist. So toll. Weil es so schön ist, so toll ist und uns auch so schlank und lang oder so irgendwie. Meine Güte, ich will jetzt endlich mal mein Ziel erreichen. Und das Gebäude erklimmen. Warum baut man auch so ein hohes Ding mit so unglaublich vielen Teleport-Wasserstrahlteilen? Das hätte man, also was sich der Architekt dabei gedacht hat, das möchte ich gar nicht wissen. Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht mehr runterfallen, nicht mehr runterfallen. Hier kann ich hier entlang? Nein, 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 nein. Ich will nicht zurück. Verdammt. Ach so, ich kann ja direkt da wieder rein. Ach so, man muss die freischalten, dass man da überhaupt, oder? Muss man das immer machen, dass man erstmal durch die Dinger durchgeht, um die verwenden zu können? Oh, Alter. Boah, du wärst so ein Arsch gewesen, hättest du das jetzt gemacht. Ach so, man muss sogar auf die Zwischenplattform. Hm, was ist das hier? Das Kinderzimmer. Kinderzimmer? Das gibt's auch noch. Ach so, hier gibt's aber, glaube ich... Nee, 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 nee. Hier will ich nicht rein. Ich glaube, hier gibt's nur eine lila Münzenmission. Wie komme ich hier wieder raus? Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt ganz unten wieder starte. Bitte sag mir nicht, dass ich ganz unten wieder bin. Dankeschön. Wo geht's nach oben? Hier vielleicht? Meine Güte! Jetzt haben wir 3,5 Minuten damit verschwendet, hier rumzulaufen. Tut mir leid. Das hätte ich vielleicht auch rausschneiden sollen. Ich weiß es nicht. Egal, jetzt habt ihr es gesehen. So, wir sind in der Loft angelangt und hier sieht es irgendwie verdammt cool aus. Wir schalten einfach erstmal alles frei, um zu gucken, was uns so erwartet. Die Feuereruption. Klingt schon mal ziemlich böse und interessant, aber gleich zugleich. Höhlenverlies-Galaxie. Klingt noch unschöner, muss ich sagen. Kanonenflotten-Galaxie. Je nachdem, ob das unsere Flotte oder die eines anderen ist. Relativ. Und die mysteriöse Kreis-Galaxie. Ich würde sagen, mit der fangen wir einfach mal an. Weil die sieht irgendwie grün aus. Und hellgrün ist so ein bisschen meine Lieblingsfarbe. Und deswegen will ich die jetzt spielen. Ja, weil die Farbe ansprechend ist. Das ist der ganze Grund. Und ganz viele Kamex und irgendwie Boden, der mysteriös am Verschwinden und Wiederkehren und irgendwas ist. Und der Hintergrund sieht auch ein bisschen komisch, crazy, krank, assi, komisch, komisch, komisch aus. Ich habe ein bisschen Angst hier, weil sich hier alles einfach nur bewegt. Ich renne einfach mal geradeaus durch zu der Röhre. Oh, das war gerade richtig knapp. Alter, Vater. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise man muss nicht, aber man sollte. Oh, ja, da war ich ein bisschen zu spät dran.
Man hätte auch nochmal abwarten können. Das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Ich will jetzt hier nicht Game Over gehen, aber ich glaube, dann passiert sowieso nichts Besonderes. Ach, da gibt es auch so eine kleine Linie, die uns zeigt, wie wir hier entlang springen sollen. Danke, danke, aber das weiß ich theoretisch schon so einigermaßen. Hätten wir da rechts nach oben sollen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, nein, weil sonst... Also da wäre man auch wirklich nur schwer hingekommen. Okay, man sollte doch da nach oben. Weil es hier hinten gar nicht weitergeht. Ich weiß aber nicht, ob man das hätte schaffen können. Ja, ist eine gute Frage. So. Wir müssen auf jeden Fall immer in diesem Kegel bleiben, weil sonst gehen wir, glaube ich, drauf. Wenn ich mich da nicht total irre. Okay. Nächsten Abschnitt geschafft. Oh Gott, die Sprungfeder. Das ist doch nicht wahr. Die will ich nicht sehen, die will ich nicht sehen, die will ich nicht haben, die will ich nicht sehen. Okay, Sternteile. Sternteile sind immer schön, aber dadurch, dass ich jetzt die Feder hier nehmen muss, das kann gar nichts mehr wieder gut machen. Nein, 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 nein! Das konnte ich auch nicht ahnen. Dieser Abschnitt, wo man was sieht, ist ein bisschen klein. Dadurch, dass man so hohe Sprünge machen muss, sieht man dann nämlich nicht genau, wo man oben hin muss. Und wenn man es dann gesehen hat, dann ist es schon zu spät, weil man von unten eingeholt wurde, wenn man das so sagen kann. Wir können auch erst hier drauf landen, wenn sich das so aufgebaut hat. Okay. Also eigentlich schon recht interessant hier, die Galaxie, ja. Aber schwierig würde ich sie auch nicht nennen. Ich bin bloß gerade auf irgendwie voll schlecht, voll unkonzentriert, so könnte man es auch sagen. Ich streng mich gerade nicht an, sagen wir es so. Also, ja, das kann natürlich auch jeder sagen. Ich faile nur, weil ich mich nicht anstrenge. Eigentlich wäre ich auch viel besser. Aber bei mir ist es natürlich auch so. Ich meine, ihr könnt mir vertrauen. In allerlei Hinsicht, immer und überall. Und überhaupt und sowieso. Hui! Jetzt läuft es. Jetzt hat er den Bogen raus. Oder eher die Feder. Oder die Sprungkraft. Also Sprungkraft, ne? Da mangelt es mir eigentlich ja nicht so. Also so im RL. Oh, gut. Das war knapp. Ich hatte nämlich immer im... Also im... Nicht im normalen Hochsprung, sondern in solchem, wie wenn man über Hürden springt. Sowas haben wir immer gemacht, also so in der 5., 6., 7. Klasse. Und ich war immer mit ein, zwei Leuten der Kleinste in der Klasse und kam trotzdem am höchsten. Also das, na, das will schon was heißen. Also ich will jetzt hier gar nicht angeben, ne, aber... Ich bin schon ein krasser Typ, ich bin schon ein krasser Typ. Nee, Spaß. Also... Was jetzt Sport angeht, bin ich eher einer, der nicht mehr ganz so extrem sportlich ist, aber der ein bisschen was noch kann. Es ist tatsächlich jetzt so gewesen, dieses Jahr wurde das erste Mal ausprobiert. Das hasse ich ja immer, wenn man selbst die erste Klasse ist, bei der wieder irgendwas ausprobiert werden muss, was dann meistens auch mega scheiße ist und wo dann danach gesagt wird, okay, das nehmen wir doch nicht mit rein, also das machen wir doch nicht mehr so. Ja, da stehe ich ja total drauf. Auf jeden Fall geht es darum, dass das Ganze schon nach Klassen eingeteilt, also nicht nach Klassen, sondern so nach der Leistung, beziehungsweise so wie die Lehrer das eben eingeschätzt haben in den letzten Jahren, dass das so eingeordnet wird, die Guten kommen zu den Guten und die Schlechten zu den Schlechten. Und ich bin dummerweise im ersten Sportkurs gelandet, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr kann. Ja, ich war früher, war ich mal so mega, also was heißt mega, da war ich mal recht sportlich. Mittlerweile bin ich das eher weniger, das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich mega viel zocke oder so. Nein, nicht, dass ihr das denkt. Möglicherweise auch ein bisschen damit, dass ich... Nee, aber ich habe früher genauso viel gezockt. Und also was heißt viel? Ich zocke eigentlich gar nicht viel, ich zocke nur, wenn ich aufnehme, also... Ne? Ihr wisst Bescheid. Also zumindest fast nur. Moment mal, da hinten war irgendwas. Das ist ein One-Up und wie komme ich da nach oben? Kann ich da einen Wandsprung machen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann weiß ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, wie gesagt, da bin ich in dem ersten Sportkurs und das hasse ich, weil lieber ist man in einem schlechten
Und da dann der Beste als im Besten der Schlechteste. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Weil wenn man der Schlechteste ist, dann macht man natürlich auch direkt einen schlechten Eindruck und bekommt eine schlechtere Note, wie wenn man der Beste ist. Und nun ja, ihr versteht die Problematik. Aber okay, ja, muss man durch. Muss man durch. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ganz cool, weil dann sieht man, dass die irgendwas von einem halten, zumindest, aber ich hätte gut drauf verzichten können, sagen wir es so. Autsch, das tat weh, du hast mir den Hintern verbrannt, du bist böse. Und jetzt würde eine Münze ganz gut tun, generell, aber ich nehme mal den Weg nicht mit der Münze, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, die Wege mit Münze enden immer im Nichts. So viel dazu. okay. Jetzt wird es ja aber doch ein bisschen kritisch gerade. Weil hier die Plattformen immer kleiner werden. Könnte ich da vielleicht schon hinspringen? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Okay, ich habe den falschen Weg genommen. Aber egal. Den Stein, den Hammer jetzt. Tatsache. Ist ja der Hammer, dass wir ihn haben. Und dann können wir tatsächlich auch noch mit einer anderen Galaxie anfangen. Da muss ich mir mal überlegen, mit was ich da anfange. Am besten mit der, auf die ich am wenigsten Lust habe. Beziehungsweise die mir am unschönsten erscheint. Und das wäre... die Höhlenverlies-Galaxie oder die Kanonenflotte? Ich nehme mal die Kanonenflotte. Die sieht irgendwie recht uncool aus. Finde ich. Also... Vielleicht ist sie ja doch ganz cool. Strahl, 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 Strahl. Okay, es hat was mit Strahlen zu tun. Und Strahlung und Strahlen. Ist ja wieder ein bisschen was anderes. Vielleicht. Na, es geht. Ein bisschen. Darf ich da nicht reinlaufen oder so? Ich will es jetzt gar nicht versuchen erst. Oder muss ich da reinlaufen sogar? Nein, muss ich nicht. Was ist mit denen hier? Nein, darf ich auch nicht rein? Okay. So, das wollte ich nur mal getestet haben. Ach so, hier kann ich einfach so weiter. Hätte man auch drauf kommen können, dass das nichts Gutes verheißen will, diese Strahlen. Weil Strahlungen, die man nicht kennt, ja, da sollte man immer ziemlich aufpassen. Das hat bestimmt auch der Mensch in seiner Laufbahn schon ein paar Mal bemerkt. Ach so, die kann ich so gar nicht fertig machen, aber ich glaube, wenn die... So geht es. So geht es, ey. Autsch, 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 autsch. Ich will nicht sterben. Bitte lass mich am Leben. Ich glaube, den muss ich töten, dass ich hier weiterkomme. Ich würde ganz gerne auf den Rücken springen. Dankeschön. Um die Münze zu bekommen, weil ich weiß nicht... Ah, Mann, ich bin so schlecht. Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn los mit mir? Dankeschön, dass du da wieder runtergekommen bist, weil sonst hätte ich dich da oben gar nicht töten können. Ey, wieso ist denn der da nicht... Wäre der da oben jetzt sitzen geblieben, dann wäre ich niemals weitergekommen. Das wäre natürlich mega fail gewesen. Kann ich hier vielleicht ein bisschen abkürzen oder so? Nein, okay. Aber ich glaube, hier kann man irgendwo ganz gut abkürzen. Also, ihr seht schon, das ist hier wieder mit so ein bisschen Gravity-Spielchen. Finde ich ja immer wieder ganz cool. Okay, hier muss ich wahrscheinlich Wandsprünge machen. Ja, sieht so aus, sieht so aus. Und da ist ein Kraftpilz, ein 6-Leben-Pilz. Ich weiß nicht, wer war denn das, der da immer 6-Leben-Stern gesagt hat? Okay, wenn man da nach oben kommen soll, weiß ich auch nicht. Irgendwer hatte immer 6-Leben-Stern gesagt statt Pilz. Wow, das war knapp. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur versucht, da irgendwie abzukürzen. Weil ich mir recht sicher bin, dass das hier irgendwo ging. Aber ich glaube, da bin ich schon dran vorbei. Oder es war doch irgendwie eine ganz andere Galaxie. Das kann natürlich auch immer wieder sein. Ich glaube, es bringt mir das was, wenn ich jetzt schon... Ach so, okay. Die fahren so aus Treppenstufen. Boah, das war knapp. Ich gehe mal... Ich würde ganz gerne mal nach da drüben gehen. Wenn das im Rahmen des Möglichen wäre. Nein, 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 nein. Wow. Okay. Ich glaube, hier soll man nicht lang.
gut erkannt, Patrick. Hier soll man tatsächlich nicht lang. Und hier direkt mal nach oben gejumpt. Nein! Und direkt wieder runtergeflogen. Wunderschöne Aktion. Boah, das war ganz schön knapp. Ich glaube, der... Ach so, das waren... Okay. Die Stacheln habe ich auch nicht gesehen. Ich bin blind, habe ich gerade so das Gefühl. Ich sehe nämlich absolut nichts. Mit dem muss ich nach oben springen. Ah, ich glaube... Ja, genau. Ihr seht schon, diese eine Plattform, die ist jetzt irgendwie weggegangen. Und deswegen müssen wir uns hier so ein bisschen beeilen. Mit dem nach oben kommen. Nein, 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 nein. Nein! So viel dazu. Ich hab's euch doch gesagt. Hättet ihr mal was... Hättet ihr mal was dagegen unternommen? Ich glaube, es ist immer ganz gut, die erstmal so zu schlagen, weil die dann direkt ihr Trampolin ausfahren und das sonst nicht machen. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich den nicht getötet, oder? Doch, habe ich. Ja. Danke. Dankeschön. Ach, das oberste fällt gar nicht mehr runter. Okay, dann muss ich dir mir da schon mal keinen Stress machen. Aber dadurch, dass die Plattform da so klein ist und das Ding mir irgendwie auf die Eier gehen will, ist das ein bisschen doof. Und dadurch, dass da auch noch diese Stachelteile sind. Ah, ja. Alles doof. Ich will nicht mehr. Nee, Spaß. So, und nach oben. Nach oben. Boah, der hätte mich beinahe schon wieder erwischt. Ach. Bam. Das nenne ich mal eine schöne Stampfattacke mit toller Flugbahn. Ich habe nicht drauf geachtet. Ist hier irgendwas? Ja. So ein Ding. Okay, 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 okay. Moment. Ich will da rein. Ich will weiter. Okay, mein Zeiger war gerade irgendwie weg. Nein! Strahlen, Strahlen, auf, die auf mich zeigen. Ich will davon nicht erwischt werden. Schnell wieder weiter. Okay, da ist der Stern. Den sehe ich schon mal. Was ist da drin? Wasser oder so? Hm. Ich höre den Stern schon funkeln, wenn man das hören kann. Man kann das funkeln hören. Ich würde ganz gerne nur hier nach oben und mich nicht von dem Käfer treffen lassen, der hier gerade schon auf mich zurennt. Einfach um mich mir mal hier mal ein bisschen umzugucken. Kann ich meine Kamera ändern? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Warum denn die Kamera ändern? Wer will denn sowas? Ich habe so das Gefühl, ich sollte mal irgendwie was kaputt machen mit den Kugelbillies. Ich mache da jetzt einfach mal dieses Wasser auf, oder was da eben war. Ja, so ist es schon mal nicht gut. Oh, 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 ich stelle mich aber auch wieder dumm an. Nein, 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 nein! Oh, ja. Gerade noch gesagt. Direkt getan. Komm mit, komm mit, komm mit. Nee, nicht so. Du regst mich hier schon mal ein bisschen auf. Und du musst jetzt erstmal sterben. So. Und jetzt aber. Wo war das denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Verdammt. Wo ist es? Nein, 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 nein. Ich kann den nicht mehr ewig hier hinten dran halten, weil irgendwann wird er wahrscheinlich irgendwo abprallen. Hier ist es. Ja. Was? Der fliegt einfach drüber. Ist der dumm? Wie kann man nur so dumm sein, Kugelwilli? Ich hasse dich. Hallo, 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 hallo. Fliegt schon wieder gegen die Wand. Und diese Viecher sind die schlimmsten mit, die es gibt. Ich weiß, ich habe gegen viele Viecher hier in Super Mario Galaxy was. Aber die gehören auf jeden Fall zur Top-Rank-Liste der bösen Dinger. Ja, jetzt wird der Part hier unplanmäßig in die Länge gezogen. Das geht ja gar nicht klar. Hier war das... Hä, das war doch eben noch hier. Okay, da drüben. Ach, verdammt. Da habe ich mich doch ein bisschen verlaufen. Ich dachte, ich hätte den Weg jetzt eindeutig inne. So. Und jetzt... Dankeschön, endlich. Meine Fresse. Okay, jetzt steigt hier das Wasser.
Und die Strahlen wollen mich töten? Nee, die werden zu Plattformen. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Also hat es sich anders zum Positiven gewendet. Wow, okay. Ja, hier erstmal rüber. Und wieder so ein dummer Gegner. Den Gegner hasse ich auch. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Gegner in dem Spiel, dass es so viele Gegner in dem Spiel hier gibt, die man hassen könnte. Aber anscheinend schon. Und überhaupt und sowieso so. Nein, oh Gott, da wäre ich bei einer Runde gefallen. Wo lang, wo lang, wo lang? Hier rüber. Das One-Up, das kann mir fernbleiben, solange ich nur den Sternen habe. Juhu. Dankeschön, den Stern erhalten, oh ja. Mann, 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 das hat jetzt echt eine Weile gedauert und Mario ist jetzt komplett ausgepowert. Ich meine nur, atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Deswegen, ja, haben wir jetzt schon Nacht, deswegen höre ich jetzt mal auf und ein neuer Tag wird erwachen. Es wird weitergehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part dann auch wieder. Bis dann und ciao.